Das ist nicht nur so schön. Naja. Heute bin Hm. ich auch ein Host. So, naja, also nochmal herzlich willkommen. Hallo und schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da sind. Denkt dran, wenn wir uns hier austauschen, dann ja über unsere privaten und ureigenen Erfahrungen oder die unseres direkten Umfeldes. Macht also keine Heilaussagen. Redet nicht direkt von Krankheiten. Redet von den Problemen, die ihr habt oder hattet oder eure Bekannten, die eben da sind oder da waren, dann wissen wir alle, was gemeint ist und dann können wir auch sozusagen anhand der symptomatischen Verbesserungen nachvollziehen, was es euch jeweils wie geholfen hat oder wie sich euer Allgemeinzustand verbessert hat, auch ganz oft der Fall. Da hören wir gerne Erfahrungen zu. Ansonsten gibt es schon so ein, zwei neue Leutchen, die dabei sind, von denen ich auch weiß, die haben schon mal so die allerersten Erfahrungen gemacht und haben das auch teilweise schon so ansatzweise dem einen oder anderen zumindest erzählt. Die könnten heute mutig sein und vorangehen und schon mal erzählen, was sie so erleben. Bei euch ist das immer noch so schön, ja, unbelastet und frisch und ja, unverfälscht, ne, die Meinung. Wäre jedenfalls schön. Ansonsten reden wir frei und offen über euch und uns und unsere tollen Produkte. Gern auch darüber, was es ja, Neues darüber zu wissen gibt oder zu erfahren gibt. Gestern sind wir so ein bisschen aus einer anderen Veranstaltung heraus bisschen abgeglitten in so eine kleine Art Erfahrungsaustausch, habe ich schon gesagt. Heute ist der Termin, morgen habt ihr nichts zu erzählen. Und ja, die übliche anfängliche Zurückhaltung ist da, aber zumindest seid ihr da. Das freut mich schon mal. Ansonsten erzähle ich einfach mal ganz kurz von einer, die jetzt heute nicht da ist oder vielleicht zumindest noch nicht da ist und deswegen sage ich auch noch keinen Namen, aber eine herzensgute Frau, die allerlei Probleme hat, sowieso mit der Regeneration im Körper, weil viel auch mechanisch, sage ich mal, repariert werden musste. Sie hat natürlich vielerlei Probleme damit, das ist logisch, könnt ihr euch vorstellen, Schmerzen, Entzündlichkeit, Entzündungen im Körper, das ist klar und normal. Sie kann aber immerhin sagen oder hat uns heute gesagt, dass bei ihr auch das Schlafen ein ganz großes Thema ist. Also eine oder anderthalb Stunden am Stück, das war so die Realität. Und ja, nach jetzt so ein paar Tagen zumindest schon mal höhere Einnahme oder Einnahme in höherer Dosierung, sagte sie heute ganz ja, fröhlich und voller Selbstverständlichkeit, sie hätte wunderbar geschlafen, ausgeschlafen, so am Stück und sagte dann, naja, es waren so 3, 4 Stunden und mir schon gedacht haben, huf, okay, da wäre ich ja völlig daneben, aber ja, für sie war das schon der erste Gewinn und da merkt man also, dass es schon immer auch deutlich darauf ankommt, ja, worunter man denn leidet, ne? Oder wie denn der Anspruch eines jeden ist an Verbesserungen, woher die auch immer kommen können. Ne? In dem Fall war es ihr dann klar, sie macht sonst so nichts anderes weiter, begeht ihr Leben, soweit sie das eben kann, mit den Leiden, die sie halt hat. Aber das war ihr schon mal eine deutliche Erscheinung, die ihr erzählenswert vorkam. Ja, und das war dann sozusagen schon mal die erste neuere kleine Erfahrung nach ein paar Tagen. Kann man ja auch so viel nicht erwarten. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass alle nach 3 bis 6 Tagen die Erlösung oder sonstiges verspüren könnten oder sollten. Dem ist definitiv nicht so, aber ja, man kann nach wenigen Tagen schon individuell bewertbare Verbesserungen oder ja, bessere Gefühle empfinden und die kann man unter Umständen auch äußern. Ja, wer will denn noch mal was erzählen? Kann auch was anderes sein oder hat jemand vielleicht eine Frage zu unseren tollen Produkten? Wir haben ja Angelika auf jeden Fall da oder auch Markus ist auch im gesundheitlichen Thema bewanderter Mensch, so viel weiß ich. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere, die hier auch ihre Erfahrungen mit unseren ja, Anwendern und Partnern und anderen Ja.
Menschen im Umfeld haben. Ich kann da gerade was sagen, Andreas. Ja, gerne, Markus. Hallo. Ich habe jetzt vor 2 Tagen, also respektive heute, bin ich heimgekommen von New York und habe ja den Jetlag sonst immer so. Und ich nehme ja die Laminein 6 Stück. Und ich fühle mich jetzt eigentlich heute wirklich ganz anders nach so einem Langstreckenflug. Und er war auch ziemlich heavy. Wir hatten da einige Themen an Bord. Und ich fühle mich jetzt eigentlich trotzdem, ich war jetzt 3 Stunden schlafen, wenn ich heimgekommen bin und bin jetzt eigentlich wohlbehalten da. Also geht ganz gut. Ich bin jetzt gespannt, wie sich es dann morgen zeigt oder wie das weiter wirkt. Ja. Aber ich habe schon ein anderes Gefühl und die letzte Woche musste ich oft immer so 4:45 aufstehen für Frühflüge und war eigentlich so nach 10 Stunden Tag nicht wirklich irgendwie ja, besonders jetzt erschöpft. Also da spürt man schon auch, dass sich da was tut, oder? Ja. Ja. Aber eben, ich habe dir das auch mal geschrieben. Also es ist schon wichtig, dass man auch weiß, ich nehme natürlich noch andere Sachen. Also wir reden jetzt da vom Laminein, aber sind natürlich dann schon noch Zugaben, wo ich auch noch nehme, oder? Also die ganzen, das ganze Life-Pack da von Life Farm. Plus dann hat eben jetzt in meinem Fall noch das Vitamin K2 hochdosiert und andere Stoffe, damit es eigentlich dann wirklich ein Ganzes gibt, oder was wahrscheinlich dann zum Tragen kommt, oder? Ja, sicherlich was da im Verbesserungsprozess eine Rolle mitspielt, ne? Und so davon kann das ja auch sein. Und da reden wir ja auch oft frei drüber, ne? Was man auch darüber hinaus noch machen kann und tun kann. Und wir haben ja auch schon mal über die Ernährung geredet in dem Zusammenhang oder über sonstige Faktoren, die da Einfluss nehmen, ne, bei Regeneration oder Gesundheit allgemein. Was wir auch angesprochen haben, eben das Wasser trinken halt sehr wichtig ist, oder? Und auch die Leber unterstützen. Ja. Also kann ich alle nur motivieren, das wirklich zu machen, oder? Ja, dann hat definitiv. Eine bessere, das spürt man dann auch. Die Ausdünstung ist dann plötzlich nach 2, 3 Tagen wieder verändert, das sage ich im positiven Sinn. Und da merkt man, aha, die Leber hat es eigentlich gedankt, oder da tut sich was. Ja. Definitiv, ja, wenn man da feinfühlig genug für ist, ne, oder aufmerksam zumindest, dann kann man zumindest schon schnell bestimmte Reaktionen oder Veränderungen auf jeden Fall auch feststellen. Ne? Und gut, dass es bei dir so war, dass du das so empfunden hast, war ja jetzt ein individuelles Grundsatzgefühl erstmal, ne, siehst aber auch recht fresh aus, also das kann man so von außen auch sagen, also wunderbar, wenn es so schon... Ja, genau, in diesen Jetlag-Geschichten, da bin ich schon noch gespannt, was ich da noch, weil eben das ist ja ursprünglich dann eigentlich mein Thema, was ich jetzt halt lange Zeit, ich bin jetzt doch 28 Jahre in dieser Fliegerei und in Zeitzonen gesprungen, was mich eigentlich dann eben körperlich halt dann schon irgendwann geschwächt hat, oder? Also da kann man nicht schön reden, oder? Das ist ein Teil davon, oder? Und ja, das ist super anstrengend, ne? Kann man sich ja vorstellen. Ja, es ist ein körperlicher Stress, den man gar nicht so fühlt, aber irgendwo in den Zellen drin tut sich halt trotzdem was. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ist definitiv ein Unterschied, mit welchen Voraussetzungen man reingeht in die Herausforderung, sage ich mal, jetzt auf Live-Farm. Ne? Der eine oder andere hat schon immer was für sich getan oder auch ja, ergänzend für seine Ernährung oder Gesunderhaltung. Ne? Der andere fängt eben jetzt nur oder erstmals mit diesen Produkten an. Da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen und die haben natürlich auch einen Einfluss darauf. Da hast du recht. Ja, vielen Dank für deinen ersten Eindruck. Gerne Neueres demnächst. Und Evelyn meldet sich und wollte gerne was sagen, offensichtlich. Dann bitte sehr, leg los. Okay. Hallo Evelyn. Dankeschön. Ja, ich wollte berichten über neue Damen, die Laminein nehmen. Also eine zum Beispiel, die hatte seit 2 Jahren so auf dem Finger so ein Knubbel. Was das war, wusste sie nicht. Kein Arzt konnte das, also hat das weggekriegt. Die hat Laminein genommen und nach einer Woche ist der Knubbel fast weg. Also ist unglaublich. So. Dann eine andere, sie hat diese Zappel-Philipp-Geschichte. Ne? Und ja, ne? Und auch sie nimmt also morgens und mittags eine Tablette.
also irgendwas Chemisches, kein Ritalin, aber sowas Ähnliches. Und hat Laminein angefangen zu nehmen und nach einer Woche oder 4 Tagen, glaube ich sogar, irgendwann nachmittags um 4 fiel ihr auf, dass sie die Tablette von mittags gar nicht genommen hatte, weil sie auch es gar nicht gebraucht hat. Also das ist, sonst merkt sie das, ne? Die muss sie haben, um ruhiger zu werden, hat sie gar nicht genommen. Und um 4 Uhr nachmittags ist es ihr aufgefallen. Also da auch ein gutes Ergebnis, finde ich. Und dann eine andere Dame, die hat, wie nennt man das, ohne so Muskelschwäche, Muskelkrankheit. Ja, Muskelschwäche. Okay. Also ihr Muskelgewebe ist krank, sagen wir es mal so. Ne, man landet, glaube ich, im Rollstuhl so irgendwann. Ne? So, okay. Und sie, sie wird also Mensch erst so gegen 11, 12 Uhr Mittag. Sie sagt, bis ich alle mein Körper, meine Knochen und auseinander und wie sie also richtig sich bewegen kann. So, und sie hat auch Laminan genommen, gar nicht lange. Und auf einmal ist sie aufgestanden, die hat ihren Haushalt gemacht, die hat ihr Bett, immer ihr Fenster geputzt. Und ihr auch fiel ihr auf, dass sie um die Zeit um 11 Uhr normalerweise erst so Mensch wird und dass sie das alles gemacht hatte. So, das sind so kleine Episoden, die ich ganz interessant finde. Ja, toll. Ja, das sind ja auch immer so kleinere, wirklich deutliche Verbesserungen, die man dann wahrscheinlich individuell darin merkt, was man wieder macht oder neu macht. Ne? Und dann, genau. Und sowas zeigt sich dann immer. Ne? Das fällt denn gar nicht auf. Erst später, dann Moment mal, normalerweise werde ich erst jetzt wahr oder nicht wahr, aber fähig, was zu tun. Und das war's für mich heute. Ja. Danke, Emilie. Das war ja schon mal was. Und schöne, verschieden oder vielfältige Eindrücke, ne? So wie wir es gerne hören und haben wollen. Ich würde ganz gerne mal zu dem, was der Markus Beierle eben noch gesagt hat. Und zwar ging es um das Thema Trinken. Und da gibt es einen kleinen Tipp. Viele Leute, die trinken ja ganz einfach zu wenig. Oder wenn sie trinken, haben sie ganz oft Blasenprobleme, dass sie nachts nicht durchschlafen, weil sie aufs Köpfchen müssen. Probiert da mal, das haben wir von Christian Seide gelernt, probiert da mal aus. Ein paar Liter Wasser, was man so am Tag normal verzehren sollte, das mal auf den Topf, auf den Herd zu stellen. Und das mal mindestens für 3 bis 4 Minuten sieden lassen. Das hat den Effekt, Christian hat das so erklärt, kann man auch ganz gut nachvollziehen. Wasser wird in die Leitungen reingepresst und das physische Gefüge von dem Aufbau des Wassers, das ist dann irgendwo in Clusterzahlen, ist das gemessen. Und das wird mit 7 bar oder 4 bar durch die Leitung gepresst. Und kommt dann mit einer Clusterzahl von 7,5 raus. Und wenn die Clusterzahl zu klein ist, dann kann das Wasser nicht in die Zellen rein, dann passt der Schlüssel für die Zelle nicht. Das heißt, dann in die Körperzellen geht es in die Blase und man hat halt eben die Probleme. Und wenn ich das dann mal sieden lasse, dann tue ich die Clusterzahl ungefähr verzehnfachen. Das heißt, das Wasser geht dann wirklich in die Zellen rein, wo es auch gebraucht wird. Und man muss nicht so oft. Ich glaube, die Dagmar mit Dagmar Hummel, nick mal, wenn es bei dir hat, glaube ich, geklappt, ne? Sie winkt da, vielleicht kannst du noch mal was sagen, Dagmar. Wir haben das probiert und es scheint geklappt zu haben, ne? Ich habe den Funk. Hallo? Ja. Ja, wir hören dich. Hallo, Dagmar. Da ist Dagmar aus Ingolstadt. Hallo. Hallo. Ich habe halt gemerkt, dass bei mir der Zucker rapide runtergeht. Ich habe jetzt da seit Montag einen Dexcom, das ist ein Sensor im Bauch mit so einem Mikroding und da wäre ich ja komplett überwacht und es reagiert, wenn der Zucker zu niedrig ist oder zu hoch. Und seit ich die Tabletten nehme, der geht runter wie blöd. Und ich mache das auch mit dem abgekochten Wasser. Ich schlafe besser durch, ich brauche in der Nacht nicht mehr so oft auf die Toilette zu gehen. Jetzt nach 3 oder 2 Tagen kann ich sagen, ich bin schon begeistert. Jetzt warten wir mal ab, wo es weitergeht. Ja, super, klingt ja toll. Hier, guck mal nach links. Das ist nicht bei jedem. Neben dir sitzt die Angelika, die kann dir dazu was sagen. Okay, die hockt unter mir, die sieht ich da schon. Ach so, ja, die wandert ist das.
Wozu denn was sagen? Was meinst du denn? Für den Spannungsgeschichten, Zuckergeschichten. Nee, gar nichts zu sagen. Ist doch toll, wenn, das, wenn der Zucker runtergeht. Ja, ich bin auch begeistert. Na, aber der Zucker hat ja immer noch ein bisschen einen Zusammenhang mit dem, was du isst und was du trinkst. Und in dem Moment, wo du natürlich kräftig auch trinkst und das Lemmina einnimmst, dann ist doch ganz klar, da wird doch alles verdünnt, dann geht doch das alles gar nicht so schnell ins Blut. Wir haben ja eine glykämische Spitze und auch eine glykämische Last über die Länge her gesehen. Also von daher, wenn du diese Wirkung hast, finde ich es ganz toll. Ich bin auch begeistert, kein Problem. Ja, wäre auch, sagen wir mal, auch ein schnell messbarer Effekt in dem Fall, ne? Weil sie kann es ja nun wirklich dann auch entsprechend nachvollziehen. Am Ende wird es der Langzeitzucker sein, der den Ausschlag gibt. Das ist HbA1c. Das hat vor für 3 Monaten. Und in der Regel, also bei vielen geht er runter mit der Zeit, dieser HbA1c. Ich bin jetzt auf 6,5 und der war oben letztes Jahr noch auf 11. Oh, das ist ein Ergebnis. Das ist zum Beispiel eine Aussagekraft. Ja, nicht die Kürze, sondern die 11 ist eine Katastrophe und die 6,5 ist genial. Also für mich ist schon mal toll. Und wenn du dann auf 5,6 bist, dann ist es noch besser. Und wenn ich dann nur 30 Jahre jünger werde, dann bin ich noch viel zufriedener. Ach, wenn ich jünger werde, das dauert. Da arbeite ich auch schon dran seit einem Jahr. Okay. Ja. Ich bin auch noch kein Jahr dabei, aber ich arbeite dran. Das machen wir nicht miteinander. Das macht mehr Spaß. Sag mal, der Andreas wollte gerne noch mal die Werte hören im Vergleich mit dem Abstand. Das hat er nicht genau verstanden. 11 HB1C ist der Langzeitzucker von den letzten 3 Monaten. Hm. Und der war letztes Jahr bei 11 und jetzt ist er bei 6,5. Und wann ist das? Das ist eine Hausnummer. Innerhalb von dem... Mit dem Teil Lamine? Nee, vorher. Ich habe selbst an mir gearbeitet. Ja, das in Kombination mit Ernährungsumstellung, dann kriegst du nämlich vielleicht den zuckervollen Zweck. Eben, aber ich tue halt nur 3-mal am Tag spritzen und jetzt mit dem Laminin bin ich nicht schon wieder mit den Spritzen zur Hälfte runtergegangen, weil sonst bin ich bloß ständig bei 50, 55. Also dann kommst du in Unterzucker, das ist richtig, wenn du mischst, aber andererseits ist es ja auch in Ordnung, wenn du das Insulin nicht mehr brauchst. Eben, ich wäre super zufrieden, weil vielleicht kriege ich dann auch meinen LKW- und Omnibus-Führerschein wieder zurück. Weil der wurde mir ja aufgrund von meinem Diabetes weggenommen. Ah ja, okay. Das freut mich, ja. Das wäre natürlich toll, ja. Wenn du den Langzeitzucker so weit runterkriegst, auch mit Ernährungsumstellung, da haben wir ja nochmal jemanden, der ihr ab und zu spricht, der das auch geschafft hat. Aber er hat auch gesagt, mit Laminine ja, aber allein damit nicht, sondern auch die Ernährungsumstellung. Also so nach dem Motto, Laminine nehmen und weiterhin diese hochkalorischen, also diese Kohlenhydrate futtern, das läuft nicht. Sondern man muss wirklich auch ein bisschen achten, was man isst, ganz klar. Ja, ich bin halt von den Weizendinger auf Dinkel umgestiegen und habe halt überall geschaut, weil einfach immer die Angst im Nacken, du darfst kein PKW mehr fahren, du bist das letzte Arschloch, auf Deutsch gesagt. Nein, das bist du nicht, das ist Blödsinn, was du hier erzählst. Ich habe absolut ein Problem mit Leuten, die sich da selber niedermachen und selber verurteilen. Jetzt sage ich dir mal was. Problematik ist, der Zucker, der kommt von einem erhöhten Cortisolspiegel, vom Stress. Und Laminin reguliert ja das Cortisol und nimmt auch die Stressspitzen. Und das ist ja schon mal was. Denn diese Stressspitzen schädigen doch deine Gefäße, schädigen deine Organe. Das ist doch die Problematik dabei. Und da muss man sich nicht obendrein auch noch selbst verurteilen und sagen, ich krieg's nicht gebacken oder ich bin blöd, sondern einfach dabei bleiben. Und selbstverständlich kann der Weizen das mit verursachen, und zwar deswegen, weil der Weizen Lektine enthält, die für Menschen eigentlich nicht verwertbar sind und unter Umständen darmschädigen. Von daher ist Dinkel besser, obwohl beides Gluten hat. Aber grundsätzlich bin ich dagegen, dass man sich auch selber verurteilt, obendrein noch zu all diesem Stress und Ärger, wo einem der Körper macht. Ja, ich bin jetzt halt auf einem guten Weg dabei. Ich schaue jetzt einmal, jetzt drehen wir mal nächste Woche und dann sehen wir das schon, was es da noch alles ergibt. Okay,
Naja, dann hat notfalls auch noch ein bisschen Geduld und wenn es noch ein Vierteljahr dauert, ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, es über kurz lang hin und du brauchst kein Insulin mehr. Das wäre doch toll. Das war das Nonplusultra. Vielleicht gingen da die anderen Tabletten auch der Reihe noch weg, die wo ich nur alle nehmen muss. Naja, eins nach dem anderen, gell? Eins nach dem anderen. Wir sind jetzt immer so alt geworden, da brauchen wir nicht ungeduldig werden. Na. Die Geli, ja. Naja, aber hoffnungsvoll kann man natürlich bleiben. Ne? Und wie Geli schon sagte, da haben wir ja auch andere Erfahrungen, die da schon weiter sind. Da muss man in dem Fall auch sagen, der Mann ist nun schon auch schon wirklich lange dabei, auch was die Lifehound-Produkte angeht. Ne? Aber er hat halt durchgezogen und hat es halt auch ganzheitlich betrachtet, wie Angelika gesagt hatte, also an allen Stellen eben dafür gearbeitet, dass es besser wird. Und da hat er wirklich erstaunliche Erfolge hinbekommen und die sollten dir auch Mut geben, da, sagen wir mal, geduldig zu sein. Aber gut, super, du hast deine ersten guten Erfahrungen, ne, oder Eindrücke auch schon vom Kurzzeittest und damit ist man zumindest motiviert, es weiter zu versuchen und das kann eben Besserung bringen, ja. Davon können die anderen eben auch viel berichten. Ja, aber danke für deinen kurzen Bericht schon mal, Dagmar. Immer wieder gerne. Ja, und dann an den Rest wieder die Erinnerung, doch gerne was zu erzählen, was ihr erlebt habt oder was ihr gehört habt von anderen. Nur bestätigt muss es halt sein. Und gerne, was sie dafür getan haben oder was sie eben weggelassen haben. Ansonsten könnte man vielleicht der Shelly mal was erzählen, Alfred, von dem, was wir hier erzählt haben. Was meinst du? Warst du aufmerksam? Alfred? Jo. Vom Anfang an habe ich alles an Shelly übersetzt. Echt? Hast du gemacht? Jede Person, die gesprochen hat. Also denk dran, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nicht vergessen. Ja. Sowieso. Nee, aber du bist ja ein Traum. Das ist ja toll hier. Dann war nur Blödsinn. Wollte ich gerade mal ihr gerecht werden, dann machst du das schon die ganze Zeit. Schön. Ich kann ja die Shelly fragen, ob sie irgendetwas zu berichten hat. Ja, kannst du gerne machen. Du könntest jetzt zumindest aus dem Umfeld unter Umständen berichten. Shelly, could you put on your microphone, please? Yeah, is this something you would like to tell us today, this evening? So, what I would tell you. Yeah, something, some news? Yeah, maybe from your mother. My friend, he is also take the lemonine, and he's talking about he got a lot of energy, and have always pain in his back, and now the pain in his back is a little bit gone. But he said he doesn't know if it's from the lemonine, because sometimes the pain is leave and then it comes back. But now the pain is back and the pain is gone, and I don't know if it still stay gone. Habt ihr das verstanden? Wahrscheinlich nicht ganz alle. Gut, dann übersetze ich das. Sie hat gemeint, ihr Freund leidet an Rückenschmerzen. Und manchmal, also meistens hat er Rückenschmerzen. Manchmal wird das ein bisschen weniger. Aber seitdem er jetzt Lemon einnimmt, jetzt vor ein paar Tagen, jetzt ist das weg. Und Shelly hofft jetzt, dass seine Rückenschmerzen endgültig weg sind. Aber man hofft das Beste. Okay, Shelly, I translated. Anything new? Oh, my mom, she's waiting for something to happen. A miracle. Yes, exactly. Because she said for her, she thinks it's, I don't know how to say it. It's too long. She hopes... gonna work fast, but also ihre Mutter wartet auch noch auf eine Besserung und ist ein bisschen ungeduldig.
und hoffe, dass es schneller wird mit dir. Aber wie gesagt, mit allem, ich meine, bei manchen Leuten geht das in ein paar Tagen, in einer Woche oder zwei Wochen. Aber bei manchen dauert es halt. Es kommt immer darauf an, seit wann man irgendwelche Wehwehchen hat. Ja. Und natürlich auch, welche das sind. Ne? Und wissen wir nun zumindest, dass es auf jeden Fall eine erhebliche Autoimmun-Einschränkung ist, sage ich mal so. Und die braucht erfahrungsgemäß doch seine Zeit. Das haben wir auch schon öfter gehabt, das Thema. Also diese Probleme mit schmerzlichen Gewebe, Fett, Muskelgewebe, also Schmerzen damit und Entzündlichkeiten und so weiter. Ne? Autoimmun-bedingt. Und ja, da kann man natürlich auf ein Wunder hoffen, aber es nicht berechtigt erwarten. Ne? Das wissen ja, die meisten von uns. Allerdings zahlt sich Geduld und Ruhe und sonstige Achten auf dich und die Belange, die wir eben schon angesprochen hatten, natürlich sprechen für ein gutes Erfolgswahrscheinlichkeit. Shelley, miracles take a little bit longer. Yes, I know. But my mom, she said, I want rid of the pain. Ihre Mutter möchte jetzt den ganzen Schmerzen loskriegen, ja, dass sie endlich zur Ruhe kommt irgendwo in einer Beziehung. Ne? Klar. Ja, klar. Aber gut, wir sind ja noch am Anfang bei allen beiden, beim Freund wie auch bei der Mama. Ja. Der Johnny, ihr Freund, hat ja zumindest mehr Power, hat er gesagt. Ne? Ja, hat es Energie. Noch, genau, das ist ja oft ein Effekt, der am Anfang also deutlich und merklich ist und das ist zumindest aber immer so die Bestätigung, finde ich, dass man also weiß, hier ist irgendwas, hier passiert irgendwas, irgendwas tut mir hier gut, ne, und da... Oh, and he lost, I think, 1 kilo. Er hat 1 kilo, abgenommen. And where? On your ear? Wo? Where did he take? I mean, on the tummy or what? I'm sorry. Where did he lose the kilo? You cannot see it. It's just a joke. Here. No. You got it. You got it. No, he's. We weighed. He's waiting before he go take the lemonine. Mm-hmm. And now, yesterday he was waiting. And then, 1 kilo is left. Good, very good. That's so about a few months, he's like a model. If you give him a haircut, maybe 1.5 kilo. Maybe. No. Wenn er einen Haarschnitt bekommt, dann verliert er vielleicht noch einen Pfund weniger. Dazu würde ich auch gerne noch mal was sagen. Okay. Und Angelika, die Frau ist da auch gleich nochmal zu. Ich weiß, heute dazu gekommen, die das, weil ich bin 1,86 groß und hatte immer, wo ich angefangen habe mit Laminine, hatte ich 72 Kilo. Also bumm. Ne? Hatte aber trotzdem ein Bäuchlein, weil ich den ganzen Tag im Auto gesessen habe oder am Schreibtisch gesessen habe. Und habe dann auch, bei mir war ja das Erste, was ich gemerkt habe, ich brauchte keine Pille mehr beim Autofahren. Ich bin dann immer hier Ecke Leipzig ins Auto gestiegen, wisst ihr ja. Und ich war halt eben Pillenschläger, bin kein Pillenschläger mehr. Und das, was ich dann gemerkt habe, mir wurden auf einmal die Hosen zu weit. Ich musste mich komplett neu einkleiden, habe aber trotzdem ein Gewicht von 6 Kilo zugenommen. Ne? Und so war es auch damals bei meinem Ziehsohn. Und den kennt ihr ja alle, ja, Laktoseintoleranz. Der ist 1,62 groß und hatte immer 49 Kilo. Da ging ja die Laktoseintoleranz, die ging ja nach ein paar Wochen, war die ja weg. Hat man dann nachher gesehen, hat er dann Nudeln mit Sahnesoße gegessen, das ging ja alles vorher nicht. Und er hat dann auch, er wiegt jetzt, glaube, hat 6-7 Kilo zugenommen auch. Hat jetzt ein normales Körpergewicht, ne? Aber Angelika, kannst du vielleicht dazu noch was sagen, weil ich weiß, es sind jetzt gerade welche dabei, die haben den Wunsch, ihr Gewicht zu reduzieren. Und da sollte man mit Digestive, gerade so, wenn man so Ende 50 ist, bis 60, sage ich mal, und hat auch so ein paar Baustellen, da ist der Darm ja schon relativ verseucht, medikamentenverseucht und auch
mit Dingen, die dann nicht drin sind oder nicht allein gehören sollten, dass man da erst den Darm mal ein bisschen vorbereiten muss mit Digestive. Und schade, dass die Silvia Venus nicht da ist. Die hätte dann die Digestive mal hochgeschraubt und die hätte dann wirklich in 2-3 Monaten so an die 15 oder 20 Kilo abgenommen. Kannst du darauf mal eingehen? Ja, ich kann darauf eingehen, aber abnehmen tut man nicht, wenn man gleich viel isst. Ich war am Sonntag mit meinem Bruder unterwegs und der hat mir erklärt, er wäre 3 Kilo schwerer geworden, aber er hat nicht mehr Umfang. Mhm. Und das Interessante dabei ist, ne, sag ich mir halt auch, es ist Lemminein, ne? Denn es hilft ja beim Muskelaufbau. Und ich habe Leute, die das beim Muskelaufbau auch nehmen und dann nimmt man auch nicht ab, man nimmt trotzdem an Umfang, hat man am Ende weniger. Und das Digestive mit dem Bifidobacillus coagulans ist ja repariert ja den Darm. Und das ist ja Grundvoraussetzung. Die Problematik ist nämlich bei Gewicht, ich habe mich mit der Thematik ganz arg beschäftigt, ist, dass der Stoffwechsel runterfährt mit zunehmendem Alter, dass durch viele Diäten der Stoffwechsel auch vor die Wand gefahren wurde. Und da gibt es auch Bücher, die sagen, das stimmt nicht, mit Kalorienrestriktion funktioniert es. Also ich lese gerade Stoffwechselbücher und es scheint wohl doch so zu sein, dass man das Stoffwechsel mit Diäten vor die Wand fährt. Und da wäre eigentlich gesunde Ernährung und Digestive und Laminine die bessere Lösung. Nur es geht halt langsam dann. Also ein klassisches Abnehmmittel ist es nicht. Aber die Verdauung ist da besser. Also wenn ich kein Digestive nehme, habe ich Probleme, auf Toilette zu gehen. Aber wenn ich 2 nehme morgens, dann kann ich die Uhr stellen, Viertelstunde, und es klappt. Und diese Trägheit vom Darm ist im Alter ohnehin einfach bei vielen gegeben. Es gibt Leute, die haben Durchfälle, die haben dann mit dem Digestive keinen Durchfall mehr. Aber es gibt eben Leute, die haben chronische Verstopfung und da hilft das Digestive ganz gut. Und wenn die Darmpassage schneller wird, ist das auch so eine Geschichte. Denn das Fatale ist ja, dass unser Gewicht auch an Bakterien hängt. Und wer zu viel Firmicutten drin hat, also diesen Methanobrevibacter, ja, der macht ja aus dem, der macht ja aus Ballaststoffen macht er ja noch Fett, dieser Darmkeim. Und da kann man mit dem Digestive was verändern, denn das Digestive wirkt aufs Immunsystem und wirkt direkt auf den Darm. Weil ich weiß noch, ja, den kennt ihr leider nicht, das ist der Wolfram A. Punkt. Und der hat, es gibt ja ein paar Beispiele bei uns. Der Wolfram, der hat 65 Kilo damit abgenommen, natürlich über einen längeren Zeitraum. Und so Silvi, sagt sie ja selber immer öfters hier, die hat auch 15, 20 Kilo abgenommen. Aber, und die haben die Ernährung nicht umgestellt. Ne? Ja, das ist ja durchaus möglich, aber wir reden ja jetzt von fortgeschrittenem Alter. Weißt du, mit 30, da nimmst du mal geschwind so hoch, geschwind ab, machst eine Diät, hast ein paar Kilo weniger. Das läuft halt mit 50, 60 oder so wie ich, 65 nimmer. Dann ja, ist es halt so. Hier und war auch keine Diät im Spiel. So. Ja? Und weiterfuttern läuft halt auch nicht. Ich meine, ich weiß ja, warum ich nicht abnehme. Ich kenne ja die Problematik. Würde ich die Finger weglassen von dem Zeug, was meiner Enkelin gehört, wäre es auch nicht schlimm. Aber das muss man einfach mal ehrlich sein. Kohlenhydrate stoppt Fettverbrennung. Wenn wir zu viel davon haben, dann füttern wir einmal die falschen Darmbakterien und zum Zweiten kann man dann nicht mehr abnehmen. Aber wer so viel Fleisch, Gemüse, Eiweiß oder sonst was isst, als selbst bei der Veganer, da gibt es ja ganz viel pflanzliches Eiweiß, was die ersetzen können. Aber man muss halt die Finger lassen von solchen Dingen wie Weizen, wie Toast und solche und sowas. Ja, das ist einfach so. Ja. Und die Erkenntnisse setzen sich immer mehr durch. Und wenn man das dann kombiniert, eine gesunde Ernährung mit Laminein, ist es durchaus möglich, damit abzunehmen. Ja. Also da gibt es einige, die damit abgenommen haben und im Digestive dazu. Aber die Darmpassage und ein ordentlicher Darm ist äußerst wichtig. Wenn der nicht in Ordnung ist, dann verhungert der Körper und dann wird Fett. Ja, wo ich noch mal ganz kurz drauf eingehen wollte, wir haben ja auch bei uns bei Leifheim im Team, da ist ja auch die Dr. Ballauf, die ist oben in Norddeutschland tätig.
Das ist ja eine Sportmedizinerin und sie hat auch ein paar klinische Studien erstellt und betreibt nebenbei auch Sportstudios. Und die hat quasi eine Studie aufgestellt, wenn der Cortisolspiegel nicht in Ordnung ist, zu hoch, dann kann man Diäten machen, Sport machen, wie man will, verbrennt kein Fett. Das stimmt, ne? Geht nicht, weil der Cortisolspiegel erstmal den Hunger fördert und zum Zweiten den Stoffwechsel runterfährt. Genau, und das wollte ich halt eben damit sagen, die Produkte regulieren den Cortisolspiegel in Richtung normal und dann funktioniert das auch mit dem Gewicht. Ja? Ja, aber der Cortisolspiegel, der ist halt nun mal höher mit zunehmendem Alter. Der fällt halt tagsüber nicht mehr ab, wie er abfallen sollte. Und wenn das dann funktioniert, kann das schon sein. Jetzt bin ich gerade ertappt worden, ich bin geschimpft worden. Ich habe nicht deinen Namen gesagt, Harald. Okay. Was ich halt sehe, ich meine, du sagst, die Dame hat ein Sportstudio. Das ist in Ordnung, aber wenn jemand wie ich sagt, ich habe keine Lust für Sport und ich kann mich nicht aufraffen, mach mich dahin, dann soll es halt auch irgendwo funktionieren. Ne? Und dann geht es eben langsam und träge, das ist kein Thema. Wenn ich Sport mache, geht es einfacher und geht schneller. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, also ich kann doch aus meiner Erfahrung mal sagen, vor allen Dingen mit dem Digestive, dass es mir da genauso geht wie dir. Wenn ich das wirklich regelmäßig nehme, ich merke aber auch, wenn ich schludere, dann ist es wirklich wie geplant jeden Tag und ich sag mal, jetzt will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist alles leicht und machbar und das ist halt der Unterschied zu, ja, wenn ich das eben nicht mache und dann halt auch noch ein bisschen schlimmer schludere, ne, mit dem Kaffee trinken oder sich auch mal mit Süßigkeiten essen abends, wenn ich da übertreibe, das merke ich gleich am nächsten Morgen, aber bei mir ist es wirklich so, dass das Digestive mir einfach dabei hilft, auch ja, gewisse Sünden besser zu verzeihen. Ja. Kommt bei mir in eine Reise, in die Reiseapotheke. Das heißt, wenn ich verreise, geht das Digestive immer mit. Dann habe ich echt Probleme. Und dann ist halt auch mal doppelte Menge. Hm. Ja. Und übrigens Kaffee erhöht den Cortisolspiegel, gell? Ich hab's gehört. Ja, ich weiß. Ich sag ja, wenn man mal übertreibt, aber wenn man dann doch zu lang wach ist, dann macht man es halt so, ne? Ja, aber, dann helfen dir auch zwei Lemminein, dann bist du auch weiter wach. Ja, das stimmt natürlich, ja, hast du recht. Ja, die Alternative, ne? Aber Kaffee schmeckt trotzdem noch besser als Lemminein, obwohl ich die liebe und die regelmäßig nehme. Ja. Naja, wir machen das Beste draus. Ne? Und wie gesagt, wir nutzen die Mittel, die uns helfen. Und der Rest ist halt natürlich die eigene Disziplin. Ne? Wahrscheinlich sehe ich es irgendwann auch noch mal ein bisschen strenger. So, dann habe ich... Sabine, wolltest du was sagen? Weil du hattest dich zwischendrin freigeschaltet oder, glaube ich, auch was gesagt. Oder hatte ich das falsch verstanden? Ich wollte zumindest nicht übergehen oder sicherstellen, dass wir das nicht tun. Sabine, ne? Hörst du mich? Ja, komm, ich schalte dich mal ja. Ein. Hallo, jetzt hören wir dich. Ja, hallo. Du, das war ein Versehen. Ich bin noch nicht so ganz fit mit der Geschichte. War ein Versehen, tut mir leid. Ja, aber alles du hast ja auch so eine erste kleine Mini-Verbesserung, wo du gemeint hast, hier, das habe ich schon mal gemerkt. Ja. Was war das denn? Erzähl das doch mal schnell, wenn du willst. Ja, also was ich heute Morgen auch dem Andreas erzählt habe, ich nehme das ja jetzt seit einer Woche auch das Lemonine und seit gestern diese anderen ganzen Geschichten dazu. Und ich hatte linksseitig vor allen Dingen in den Gelenken wahnsinnig Wasser und ich habe ganz dünne Gelenke, es fiel also auf. Und mittlerweile geht das schon seit einem Jahr und seit 3-4 Monaten ganz extrem. Ich hasse diese Strümpfe und heute Morgen bin ich das erste Mal seit langem aufgestanden und das hat sich mindestens um die Hälfte reduziert. Also das ist schon, ich habe alles unternommen, getrunken wie eine Wahnsinnige. Ich habe auch diesen Strumpf hier, den Thrombosestrumpf, den ich zwischenzeitlich auch angezogen habe. Es hat mir echt nichts geholfen. Auch Wassertabletten bekommen, darauf habe ich komplett abgebaut, kreislaufmäßig. Habe die dann weggelassen im Krankenhaus und wie gesagt, und das kann ich jetzt wirklich nur darauf zurückführen, weil ich weder Medikamente abgesetzt habe, noch sonst irgendwas anders gemacht habe als sonst, außer dass ich Lemonine und Digestive und Omega und so weiter jetzt einnehme.
Also das ist schon interessant. Und ich fühle mich fit irgendwie. Ich bin anders drauf. Ja. Ich bin ja sehr vorsichtig. Ich bin in den letzten 10 Jahren auch mit OPs komplett reingefallen und habe mir sehr viel Schaden damit auch zugefügt. Deswegen gehe ich sehr vorsichtig an Sachen dran. Aber das ist definitiv was, was ich jetzt nicht aus der Welt reden kann. Das ist einfach so. Ja, das ist ja auch schon mal. Heute Morgen also ganz extrem aufgefallen. Und mir geht's gut. Und ich habe auch keinen Dauerschmerz. Ich habe zwar Laufschmerzen, weil ich Schmerzen beim Laufen, klar, soweit ich das Laufen nennen kann, was ich da mache, weil ich auch meinen Bandscheiben, die nicht mehr vorhanden sind, auf die Nerven laufe ich. Die sind alle gequetscht. Mhm. Und aber wenn ich so sitze, im Ruhezustand bin, habe ich keinen Schmerz. Mhm. Und wie hast du da? Schlafen? Oh, ich habe direkt 3 Stunden am Stück geschlafen. Das ist für mich unfassbar viel. Weil ich eigentlich nur noch im Wohnzimmer gesessen habe. Wirklich gesessen. Ich konnte mich nicht mehr langlegen. Und habe dann über dem Computer gehangen, bin dann immer ab und zu mal so richtig weggekickt, dass mir alles aus der Hand fiel und war dann wieder bei mir. Und heute bin ich bis nachts um 3 Uhr ins Bett und habe wirklich 7 Uhr die Augen zugehabt, aber richtig fest, dass ich nicht um mich herum mitbekommen habe. Und das ist sehr, sehr selten. Ja, wow, ja, toll. Das klingt doch super. Ja, das ist sehr positiv jetzt. Ich bin gespannt, was sich da noch tut, vor allen Dingen jetzt nach der OP nächste Woche. Mhm. Was da so passiert, ob es dann endlich aufwärts geht und ich wieder laufen kann. Und nicht wie so ein Quasimodo um die oder Waldstreck um die Ecke kommen. Nicht anders sieht es aus. Das wird bestimmt viel besser, also wenn ich so die ersten Eindrücke schon sehe. Aber auf jeden Fall wünsche mir dir, dass das gut klappt und verläuft. Und geben dir nochmal den Hinweis, Lemonine ist das unsere Mittel für die Regeneration. Ne? Also perfekt und super geeignet dann auch gerade in deiner Situation. Und dass du dann danach umkippst und 7 bis 8 Stunden am Stück ohne Mühen schlafen kannst und dich top fit fühlst, allein deswegen schon mal. Ne? Das ist ja immer auch sehr wichtig. Schlaf ist ja super wichtig, ne, für uns. Ja, klar, in jeder Situation. Aber ich habe das einfach nicht mehr hinbekommen. Und das wirklich über Jahre jetzt. Das geht seit 2009, wo ich umgefallen bin von jetzt auf gleich. Und ich war als Kind schon mal gelähmt. Ich war über ein Jahr im Krankenhaus mit der Virusnehmung und bin dann geheilt worden mit einer Überdosierung, als ich im Sterben lag, mit einer Überdosierung von Cortison, das mir ins Rückenmark reinpunktiert wurde. Und bin dann aber, weil mir Sport Spaß macht, in den Leistungssport reingekommen und das hätte ich nie machen dürfen, wie sich später rausstellte. Und ich nehme an, dass das mein ganzes Problem ist. Die Wirbelsäule ist zusammengebrochen, wie Backsteine aufeinandergeknallt. 1000 andere Geschichten noch, die sich da abspielen. Und wir vermuten, dass es damit zusammenhängt. Aber wenn hier Muskelaufbau und so weiter stattfindet, habe ich da große Hoffnung. Mit Geduld natürlich. Ja, hat jemand sein Mikro im Hintergrund an? Sorry. So, ich habe mal ausgemacht. Schön. Alles gut. Okay, das war's auch schon. Okay. Aber wie gesagt, da haben wir, glaube ich, doch ein bisschen berechtigte Hoffnung, dass du da schon gute Hilfe erfahren kannst. Und wie gesagt, deine ersten Eindrücke stimmen uns da positiv. Schön, dass du da mal kurz... Ja, ich mag jetzt auch ein Tagebuch führen, sobald ich die OP hinter mir habe, wie das mit mir aufrecht geht. Und dann mal schauen, was das was macht. Genau, lass es uns bitte wissen. Okay. Ja, auf jeden Fall, klar. Alles klar, danke. Danke, okay, dir. Ja, ihr Lieben, sonst noch jemand? Möchte noch jemand was erzählen oder vielleicht was wissen? Also, ich möchte gerne noch kurz erzählen. Die Edith, hallihallo. Ja. Kommst du schön nah ran? Du hast nicht so eine tolle Mikroleistung, glaube ich. Okay. So, jo. Entschuldigung. Jetzt klingst du gut. Okay. Also folgendes. Jemand hatte 2 Monate, also ein junger, gesunder 20-Jähriger,
Laminin, also alle vier Produkte genommen, weil er mit dem Haarwuchs Probleme hat. Ja. Und zwei Haarwuchs, ne? Hört ihr mich? Ja, nicht so ganz so deutlich, aber es geht, glaube ich, oder? Es sind auch irgendwie lautere Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, wie du den Ton organisiert hast. Ich mache schnell noch was, macht ihr dabei was anderes und ihr erzählt später, okay? Ja, okay? Jetzt bringt es mich doch einfach wieder in die beste Lage für einen Moderator. Vielen Dank. Nein, alles gut, sortier dich, ja. Es nützt ja nichts. Okay. Ja. Na gut, dann jemand anderes noch, ganz kurzfristig. Irgendwas. Ja, Alfred, kann man seine Story mit dem Krückstock erzählen. Seine Story mit dem Krückstock. Es ist nicht Lazarus, der von dem Tod erwacht ist. Wer ist vom Tod erwacht? Ich habe es nicht verstanden. Lazarus. Ach so. Ach, ja. Also jetzt geht es jetzt besser? Ja, ich denke ja. Jetzt hört man dich gut. Okay. Also, ein junger, gesunder 23-Jähriger hat alle vier Produkte genommen, zwecks dem Haarwuchs, weil er darunter leidet. Er hat so Geheimratsecken. Ja. Mhm. Und er nimmt es jetzt seit 2 Monaten. Und die Friseurin sagt zu ihm, du kriegst da überall so einen Nachwuchs. So einen Flaum sieht sie überall. Und dann sagt er, okay. Kann ja nicht sein. Sie zeigten das mit dem Spiegel tatsächlich. Ja. Dem wachsen nach 2 Monaten wirklich die Haare noch. Also der ist total happy. Ja, cool. Ich habe mich jetzt gesehen vorgestern persönlich und habe mich davon überzeugen können, dass die Haare dichter werden. Und wo oben? Dann in den Ecken. Auch da oben. Der hat da oben so eine ganz lichte Stelle und eine ganz extrem hohe Stirn. Also die sind da schon so weg. Und ja, die Haare sind insgesamt dichter und die lichten Stellen werden gerade dicht. Ja. Der ist total glücklich. Ja, wunderbar. Ja. Ja, Andreas sagt gerade, da gibt es noch verschiedene Beispiele dafür, wo Fläume gewachsen sind. Zum Beispiel der Christian Seidel, ne? Ihr kennt euch ja auch ganz gut vom Sehen. Da war natürlich die Ausgangslage schlimm, sage ich mal so, also, kurz gesagt bei ihm, aber. Kojak, genau. aber ja, auch bei ihm war das so der Fall. Ne? Ansonsten hört man ja immer auch, oder sieht man es ja auch immer wieder an den Aufnahmen, die zeigen, dass es sogar ein Originalhaarfarbe nachwächst. Ne? Weil, ja, wir haben jetzt leider kein Foto gemacht. Also. Ja, wirklich. Na dann wenigstens jetzt anfangen. Das geht ja noch weiter mit den Haaren. Können wir zumindest. Genau. Das ist eigentlich ein Phänomen bei Frauen. Die können leiden, die können Schmerzen haben, die können auf die Knie rutschen, aber sie wollen keine Falten haben. Und da habe ich gesagt, richtig. Ich bin heute Abend da und erzählt der Sabine mal, weil die Sabine, die hat gesagt, ich muss das Laminin, da habe ich und das andere habe ich auch, aber jetzt will ich meine Falten weg haben. Also, ich meine nicht, dass du Falten hattest oder so. Na, aber was soll ich sagen? Ich nehme ja alle Produkte und das Zusammenspiel von allen Produkten hat sich auf jeden Fall, also von meiner Faltenbildung, schon ausgewirkt. Bei dem Laminären, was ich schon gemerkt habe, das ist, dass ich da auf der Seite, also diese Pigmentstörungen, die natürlich, die habe ich sehr ausgeprägt und die haben natürlich auch mit der Leber zu tun. Ich habe relativ viel so Melatoninablagerungen. Aber was ich schon gemerkt habe, dass durch das
Lamederm einfach die Flecken etwas licht oder heller geworden sind. Die sind immer so ganz dunkel. Und jetzt hoffe ich, dass die noch weggehen. Ich nehme das jetzt seit 2 Monaten. Was ich beim Lamedern extrem gern mag, es fühlt sich sehr angenehm an. Er setzt die Creme für mich noch nicht. Aber es zaubert ein bisschen ein Strahlen ins Gesicht. Für mich. Ich finde, ich fühle mich sehr gut damit einfach. Ja. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Ja, ist ja schon mal was. Und gut, 2 Monate ist ja auch, sagen wir mal, nicht nichts, aber auch noch nicht mal der empfohlene Mindestzeitraum ja für die Testdauer. Ne? Und da, aber du hast ja Geduld in der Hinsicht. Aber war ja schon mal so, denke ich mal, ein erster Eindruck, der auch schon so ein bisschen aussagekräftig ist. Also ich kann noch mal von meiner Mama erzählen, die benutzt das Serum ja auch mit Begeisterung, sage ich mal. Und gut, sie hat jetzt auch nicht die Probleme im Leben, sage ich mal, mit Extremfalten oder hängendem Gesicht oder was auch immer, der Teufel was, ja. Also sie sieht noch gut aus, so für ihre 67, oder? Ja, doch, 67 Jahre. Aber sie selber sagt halt, 62, dass sie, nee, das kann nicht sein, dass sie, also die Elastizität, ja, ihrer... Ja, richtig, ihrer, richtig. Na, ja. Die, quasi so die Festigkeit des Gesamtgewebes so im Gesicht, dass sie da Veränderungen gespürt hat und das hat sie wirklich umgehauen, weil es gibt natürlich Cremes und Behandlungen und Serien und was der Teufel was, die können alle schön putzen und sauber machen und glatt machen oder sogar kletten durch Aufschwemmen oder was auch immer. Aber und sie hat selber schon mal ein Network gemacht, ganz nebenbei, aber für einen ausschließlich Kosmetikhersteller. Den Namen möchte ich nicht nennen. Aber sie sagte, dass sie das also wirklich noch bei keinem Produkt in der Form erlebt hat und auch in der Geschwindigkeit. Und das heißt, bei ihr auch wirklich mehrere Wochen Testung, also 8 bis 12 Wochen. Und dann hat sie, und sie ist eine sehr kritische, und dann hat sie aber gesagt, ja doch, das muss ich schon zugeben. Das habe ich wirklich gemerkt bei der regelmäßigen Anwendung, dass da also wirklich deutliche Veränderungen gemerkt. Also was, genau, was sie da auch noch gemerkt hat, das ist das wie, als ob von der unteren Hautschicht irgendwie wie soll ich sagen, es wird so rausgearbeitet. Der Ablagerungen oder Schmutz, der in der tieferen Hautschicht liegt, der wird wie ein bisschen rausgearbeitet. Das habe ich vorher nicht gehabt. Ja, und auch der Kollagenanteil, ne, wird erhöht. Dazu gibt es ja auch diese Testungen und diese Studien, die die da gemacht haben, auch zu dem Produkt. Also da sind schon, da stecken schon auch Fakten dahinter. Aber gut, ansonsten kann man nur Mut machen, das zu probieren. Nur der Hinweis, schön sauber machen das Gesicht vorher, ruhig auch per Peeling. Dann auf die restfeuchte Haut eine geringe Menge, so maximal erbsengroß reicht. Schön gleichmäßig auf die gewünschten Teile verteilen, ne, einziehen lassen und bei Bedarf auch noch Tagespflege danach auftragen. So kann man es handhaben. Ich persönlich nehme sonst gar nichts weiter, außer diesem Serum an Pflege, aber das habe ich schon immer so gehandhabt und das leiste ich mir jetzt, das Serum, für meine Eitelkeit, sagen wir es mal so. Und noch was, mein Partner hat gesagt, dass meine Falten weniger geworden sind. Und er weiß es noch besser wie ich. Und der macht nicht oft Komplimente, oder wie? Doch. Doch. Ja, aber nur, wenn sie begründet sind. Ja, richtig. Ja, okay. Richtig. Ja. Also kriegt er das nicht so. Ja, schön, dass wir dann hier Ergebnisse auch haben, gell, die das dann auch begründet wissen lassen. Genau. Ja, schön. Dann. Ich wollte zu dem Lamedern nochmal was sagen. Ihr wisst ja, im Dezember war das, da waren wir in Leipzig gewesen
Gede, du warst mit dabei, ne? Und ich habe mir dann die Augen erkältet und die haben tierisch wehgetan. Ich hatte das jahrelang schon nicht mehr gehabt. Und da sagt Gelchen zu mir, ich nehme mal, sie hatte die Reiseapotheke, sie hatte Lamiderm dabei, habe ich mir wirklich Lamiderm reingeschmiert. Die Schmerzen, die, man konnte wirklich zugucken, wie die weggehen. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Leute, die offene Wunden hatten oder am Zahnfleisch, Zahnfleischschmerzen hatten. Die haben sich ja wirklich Lamiderm drauf getan. Mhm. War Wahnsinn, was da passiert. Ne? Und da möchte ich nur dazu sagen, ich vertrag oder ich habe, bevor ich mit den Produkten angefangen habe, keine Creme mehr vertragen. Und es ist so herrlich, das Lamiderm aufzutragen, weil die Augen das vertragen, weil es einfach nur angenehm ist. Und sobald irgendwo Stoffe drin sind, dann kriege ich sofort rote Augen. Und von Lamiderm ist es einfach, da gibt es überhaupt nichts, was man nicht vertragen könnte. Und das ist herrlich. Ja, das ist auch begründet in den Inhaltsstoffen, wo nämlich keinerlei künstliche oder schädliche oder chemische oder sonstige drin sind, ne, wie wir wissen. Und das macht natürlich seinen Teil auch aus. Und das macht es eben auch möglich, dass man es eben auf das Zahnfleisch oder sonst wohin schmieren kann. Ne? Zumindest ohne Bedenken. Muss man halt wissen, wie man es braucht. Okay. Ja, sonst noch jemand? Erfahrung zu unserem tollen Lamiderm oder Angelika? Ich möchte noch was sagen, und zwar zu dem Thema Haarwuchs. Ich gehe ab und zu in die Schweiz und da ist jemand, der mir 6 Monate erklärt hat, er merkt nichts vom Laminein. Hat es aber weiterhin genommen, weil er eine Magen-Bypass-OP vorhatte, damit er besser regeneriert. Und nachdem er es jetzt 7 Monate nimmt, kommen die Haare wieder. Ich will damit sagen, ich habe eines festgestellt, was Haare betrifft. Je jünger der Mensch und je schlanker, umso schneller geht's. Wenn halt jemand jenseits von 150 Kilo ist und so im fortgeschrittenen Alter, dauert es halt ein wenig länger. Und ich habe auch noch mal jemanden, die auch wartet, da kommt auch nur Flaum, dass die Haare wachsen, ist aber auch schon etwas älter. Also wenn ich jetzt Jacquelines Tochter angucke, das Mädel mit 23 oder zum Beispiel irgendjemand im Bekanntenkreis mit 30, da geht es halt nun mal schnell. Aber wenn dann jemand doch etwas gesetzter ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Und selbst ich habe immer gesagt, ich merke nichts und meine Haare schon gar nicht. Und jetzt habe ich mal altes Foto gesehen, ich bin jetzt dabei seit Mai, habe ein altes Foto gesehen und habe festgestellt, dass diese Geheimratsecken viel größer sind an den alten Fotos. Die sind jetzt zu und es ist alles schleichend und unauffällig passiert. Aber es ist halt ein Unterschied, ob 25 oder 65, denke ich. Berücksichtigen, das heißt, die Leute brauchen Geduld. Also ich möchte noch mal was zum Thema Energie sagen, aber ich komme auch noch mal auf Leipzig zurück. Da fällt mir nicht, wir haben ja da ein bisschen auch Nachtleben gehabt. Gelchen, du warst ja dabei. Aber das ging ja bis nachts um 3. Und was mich am meisten aus den Socken gehauen hat, ist unsere Charlotte mit 80 Jahren. Die ist ja dann nachts um 3 halt hier noch mit dem Auto durch Leipzig gefahren nach Hause. Da war ich nicht bei, aber beim ersten Mal war ich bei. Nee, die Jacqueline war dabei, der Falco war dabei, der Alex war dabei und die Gabriele war dabei. Genau, Falco. Falco, das war so ein spontanes Treffen. Und also da können sich manche 50-Jährige von unserer Charlotte was abschneiden, was die mit langen Linien hier durch die Gegend stolpert. Springt, wolltest du sagen. Nicht stolpert. Ja, vor allen Dingen nachts bis um 3 noch wach und dann noch nach Hause fahren. Ja, genau. Und noch nicht mal ganz gesund. Ne? So, ja, das wollte ich gerne noch dazu sagen. Ich hatte ja vorher einen schlimmen Anflug von Grippe oder grippeähnliche Symptome, würde ich mal sagen. Und habe gedacht, also das schaffst du nie. Und es war dann so, dass ich mit Immune mich gepusht habe und mir ging es gut. Ich habe ein bisschen Husten und so. Aber ich habe dann auch nicht später irgendwie noch einen Rückfall gehabt oder so, dass ich hätte sagen können, es hat sich dann doch noch hinterher herausgestellt, dass das noch nicht alles war. Ich habe noch mal was abbekommen. So war es eben nicht.
Aber jetzt wollte ich noch was zum Aktuellen sagen. Also mit Lamiderm, da kann ich noch nicht abwarten. Aber Angelika, du machst mir Hoffnung. Ich bin ja nur noch mal ein paar Jahre älter. Was vielleicht ja auch noch mal ein bisschen mehr sprießt. In der Länge wachsen sie wie verrückt. Das war schon immer so bei mir. Meine Friseuse sagte immer, sag mal, müssen wir schon wieder schneiden? Das kann doch nicht sein. Und hier hinten im Ansatz, da rasiert die andauernd. Also das ist bei mir kein Problem. Aber von der Dichte würde ich es mir natürlich auch noch wünschen. Charlotte, meine Nachbarin, ist 74. Und sie ist im Moment, sie hat im Moment Frisuren, geht zum Friseur, trägt asymmetrische Frisuren. Und früher hat sie da Lücken gehabt. Also von daher merkt man es bei ihr aus. Sie sagt immer, ich merke nichts. Natürlich, wenn man insgesamt dünne Haare hat, merkt man es natürlich nicht wie jemand mit dicke Haare. Aber ich sehe doch, was sie jetzt für Frisuren machen kann und wie dicht ihre Haare geworden sind. Ich bin ja nicht blöd und die ist ja auch erst, ja, vielleicht ist fast so lang dabei wie ich. Vielleicht 4 Wochen oder 8 Wochen weniger. Und die ist 74. Also von daher, es dauert einfach länger. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir können uns keine 20-Jährige als Beispiel nehmen. Nein. Wir sind dafür, das Alter macht ja auch geduldiger, denke ich. Ja. Aber ich wollte noch was anderes dazu beisteuern. Ich habe vom Haus eine ziemlich lange Rosenrabatte. Das waren mal 45 Bodendeckerrosen und die müssen ja im Frühjahr und im Herbst immer schön bearbeitet werden. Und jetzt waren meine Frühjahrsblüher, die schönen Krokusse und so, das sind schon richtig schöne Polster. Ist ein netter Anblick, aber die Rabatte war eben noch nicht bearbeitet. Wir hatten ja bis vor kurzem noch Schnee. Und dann habe ich mich gestern, war es schön sonnig, habe ich gedacht, heute wirst du es mal wissen wollen, ob du das jetzt schon machen kannst. Und dann habe ich mich rausbegeben und habe 2/3 von der Rabatte geschafft in 2,5 Stunden. Ich war natürlich ein bisschen groggy, wenn ich runter zum Keller, die Treppe, das war schon sehr anstrengend. Meine Gelenke dann doch schon, habe ich gedacht, morgen wirst du aber, und auch die Muskeln, morgen wirst du aber Muskelkater haben. Ich hatte heute keinen Muskelkater. Am liebsten hätte ich heute weitergemacht, aber es hat geregnet. Und das muss ich sagen, in 2,5 Stunden, weil mein Mann, der war nachher schon richtig, der kam raus und sagt, es wird bald dunkel, jetzt komm rein. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich das geschafft habe, in der relativ kurzen Zeit. Was ich aber schon länger bemerkt habe, ich habe ja früher sehr viel Kopfschmerzen gehabt. Von Migräneanfällen bis, zwischendurch nochmal normale Spannungskopfschmerzen oder vom Nacken her. Da habe ich jetzt nur noch sehr, sehr wenig und das auch nur, wenn es warm wird. Wenn kaltes Wetter war oder eben. Und es wird dann extrem warm. Dann habe ich so ein bisschen Probleme, dass es vom Nacken her aufsteigt. Aber dadurch, dass ich meine Laminae nehme, ist es, denke ich mal, auch nochmal besser geworden. Das ist schon zu spüren. Und ich habe auch Techniken entwickelt, wo ich ein bisschen massieren kann und das geht super. Also wenn ich das vergleiche mit vor vielleicht 5, 6 Jahren oder noch weiter zurück, ist überhaupt nicht vergleichbar. Also ich denke mal, das schreibe ich dem auch zu. Das war es jetzt erstmal. Ja, ich denke mal, also man freut sich über so kleine Sachen, wenn man wieder was geschafft hat. Und ich habe mich heute überhaupt nicht kaputt gefühlt. Wie gesagt, ich hätte heute weitermachen können, wenn das Wetter das zugelassen hätte. Und das freut mich dann jedes Mal, ne, wenn ich das noch schaffe, neben meinem Haushalt. Wir haben ein großes Haus, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich nur eine kleine Wohnung habe. Wir haben ein großes Haus mit 120 Quadratmetern und da ist doch allerhand, was man ringsherum zu tun hat, mit Kochen und mit allem, was dazugehört. Ja, das war mein Beitrag für heute. Vielen Dank, Charlotte. Und das alles, wie gesagt, in deinem Alter und mit deiner Ausstrahlung und Einstellung vor allen Dingen, das hilft. Die Energie macht es. Ja, genau. Ich habe wirklich noch richtig gut Energie. Ja, und ich schlafe auch sehr gut. Wunderbar. Mhm. Was ich noch gerne sagen wollte, ich meine, die Ex- und oder jetzigen Brillenträger unter uns, ich meine, der Alex ist ja auch einer, der müsste auch eine neue Brille haben. Die Imke Brandes ist ja auch eine Heilpraktiker unten vom Bodensee.
Konstanz, die ist jetzt heute Abend auch nicht da, die hat ja ihre Dioptrien-Größe, die ist um 1 besser geworden. Beim Alex war es um auch ein bisschen was, aber der guckt ja auch, der kriegt eine Brille, weil er schief guckt. Nee, ist nicht wahr, natürlich. Ist ja egal. Und meine Mutter, die ist ja nur auch Giant 80 und das ist ja auch so ein Phänomen. Die hat wirklich schlohweißes Haar, so wie der Alfred, und die wachsen wirklich hinten wieder schwarze Haare unterm Strich. Ne? Und meine Mutter, auch Brillenträger, hier so dicke Dinger da, und die setzt denen immer die Brille ab. Ne? Ich sage, Mutter, wieso setzt du die Brille ab? Und dann sagt sie so in ihrem Dialekt, ich meine, es geht ohne besser. Und also wollte ich auch sagen, auch mal so ein bisschen auf die Augen achten. Das sind so schleichende Dinge, die man bemerkt. Ne? Wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen Krankenpfleger unten auf dem bayerischen Raum, irgendwo in der Ecke München, Kontaktlinsenträger, Nico Discher. Und der hat ja auch in der Schicht immer Kontaktlinsen getragen und hat dann auch irgendwie gemerkt, irgendwie ganz schummelig oder was weiß ich, und hat dann die Kontaktlinsen rausgetan, wollte sich neu reinigen und hat gemerkt, er braucht gar keine mehr. Ne? Und das ist ja auch ein Phänomen, sage ich mal, was man so nach und nach so langsam wahrnimmt mit dem Brillen halt, ne? Mit der Sehkraft. Und gerade bei der Alterssehkraft, die Augen sind ja auch durch mit vielen kleinen Äderchen durchzogen und die werden auch, gerade dieses Omega und dieses K2, das putzt die kleinen Laternen ja auch alle wieder frei. Ne? Und dadurch kommt ja auch ganz oft eine bessere Sehkraft zustande. Angelika, du haust mich, wenn ich was Falsches sage. Ne? Bitte? Du haust mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, ich sag das dann. Aber ich habe noch jemand anderen hier, den ich sehe, die Monika aus Wien. Vielleicht hat sie den Mut, auch was zu sagen. Denn die hat ja jemanden, der plötzlich nicht mehr, also der nur mit Hilfe noch gehen konnte. Irgendwo, da war doch was mit jemandem im Allgäu, vielleicht erzählen sie uns das davon. Wenn wir sie hören können. Ich weiß nicht, ob sie ein Mikro hat. Hat sie vom Grundsatz Monique, ne? Heißt Monika, nehme ich mal an. Ja, gut, ja. Ich schalte dich mal frei, wenn es dir recht ist, dann müsst man sehen. Ja, bis. Hörst du mich? Ja, ja. Hörst du. Das klappt. Oh, hallo. Ich bin so glücklich. Danke, Angelika. Ich habe es geschafft, hineinzukommen. Meine Technik wird auch immer besser. Ja, ich freue mich, einmal dabei zu sein. Und ja, ich habe in Deutschland draußen einen Klienten, der hat Parkinson. Und der hat, also seine Frau betreut ihn, beide sind circa 80 Jahre alt und er konnte kaum mehr gehen. Also wirklich die Füße nachschleifen und so. Und der nimmt jetzt in der Zwischenzeit, ich glaube, es sind jetzt momentan 5 Monate. Die erste Zeit hat sich nicht sehr viel getan und spannenderweise haben wir das umgestellt auf 3 Stück in der Früh. Wir haben vorher gehabt 2 Stück früh und 2 Stück am Abend Laminein und die Digestive dazu. Er nimmt da sonst auch einiges und da hat sie nicht sehr viel getan. Aber wie ich dann umgestellt habe auf 3 Stück morgens, ist glaube ich ein paar Wochen später, ruft mich seine Frau ganz glücklich an und sagt, stell dir vor, er kann wieder gehen. Was das Schöne ist, er zieht die Beine nicht mehr nach. Also das war wirklich ganz ein tolles Ergebnis für sie. Jetzt nehmen sie auch noch das Hanföl, also das CBD dazu und ich glaube, jetzt geht es ihm noch ein bisschen besser. Also das ist wirklich dann mal große Freude. Ja, schön, Monika. Vielen Dank ja, für den Beitrag. Das ist immer gut, wenn Schmerzen... Bitte? Ja. Ich zu den Augen möchte ich noch was sagen. Ja. Ich selber habe 8 Dioptrien gehabt und bin derzeit auf 5 verbunden. Und ich denke mal, ich müsste die Brillen wieder ein bisschen schöner machen lassen. Das ist in der Zwischenzeit schon 4,5 oder so sein sollen. Ich habe es aber immer 1/2 Dioptrie oder fast eine weniger die Gläser, als ich derzeit brauche. Also ich Spielraum habe, ich mache mal sehr viel anderes dazu. Also ist ja nicht nur die Laminein, aber ich denke auch da, ich möchte es schaffen,
in ein, zwei Jahren ganz weg zu sein von Brillen. Wow, von 8 auf 4,5 Dioptrien, ja? So in etwa, ich glaube. Also 5 habe ich derzeit drinnen und ich denke, es könnte schwächer sein, ja. Hm? Wahnsinn. Und in welchem Zeitraum kannst du das? Ja, angefangen habe ich schon vor Lamina. Eine Lamina nehme ich jetzt seit Juli vor dem Jahres. Mhm. Aber die Stabilität ist ganz einfach jetzt besser geworden. Und das Schwierige ist halt der Kurzsichtigkeit, dass du immer wieder die Brillen reduzieren musst, ja, weil sonst bleibst du stehen. Also das ist irgendwie relativ hohen Kosten verbunden, dass du dann alle paar Monate neue Brillen brauchst. Und vor allem, ich habe erst einmal einen Optiker gebraucht, der da mitspielt, ja. Ich will keinen Astigmatismus mehr drinnen haben, ich will das nicht mehr drin haben, aber es funktioniert, ja. Und ich sehe, dass es jetzt ganz einfach anders wird. Also ich muss jetzt sofort wieder mehr gehen und muss mir neue Brillen machen lassen. Ja, Wahnsinn. Also das gibt mir ja echt wirklich Hoffnung. Ich meine, also ich habe so 3,5 Dioptrien im höchsten Fall mal gehabt, ne? Und so bei der letzten Untersuchung, das ist jetzt aber auch ein paar Monate her. Ich war aber nicht wieder. Ich hätte jetzt nie so eine Verbesserung für möglich gehalten, aber immerhin um ein Viertel Dioptrien war das bei mir dann besser geworden. Aber eben das erste Mal nach 19 Jahren. Und ich habe auch nur Laminine verändert und sonst eben nichts, ne? Deswegen war das für mich klar, woher. Aber da muss ich, glaube ich, doch mal zum Augenarzt gehen. Da bin ich mal gespannt. Dass die Krücke, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, die Krücke runternehmen. Das heißt, du musst immer ein halbes Dioptrien oder bis zu einer, wo du gerade noch Auto fahren kannst, wo du gerade noch dich bewegen kannst, ja, runtergehen, dass du einen Spielraum hast, das besser wird. Sobald du stehen bleibst auf deiner derzeitigen Willensstärke, tut sie nichts mehr. Mhm. Okay, ja, klingt plausibel, ne? Dann zwingt man das Auge mitzugehen mit der höheren Leistung, ne, sozusagen. Und unterstützt es bei der Regeneration. Ja, okay, nehme ich gerne an. Und da bin ich gespannt, was mich da noch erwartet. Aber da muss ich es erst mal wieder testen lassen. Gut, dass du es sagst, Monika. Ich habe auch eine hohe Motivation. Ich vertrage keine Kontaktlinsen. Und die Brillen sind immer Hindernis. Ja? Sie laufen an und bei allen, egal was man tut. Also ich will die Brillen weghaben, ja. Und die Motivation ist so stark, dass ich das schaffe. Ich kann es sehr verstehen. Ich habe die 20 Jahre lang getragen, auch Kontaktlinsen. Ich habe auf gar nichts Lust mehr. Ich will mal wieder nackt, mit nacktem Gesicht auch rumlaufen. Das wäre mal schön. Und genau. Ohne Plastik im Auge. Naja, bleiben wir hoffnungsvoll, ne? Würde ich sagen. Wollt ihr noch was sagen, die Haare? Ich denke mal, nach dem all das, was wir jetzt hören, dass die Haare und die Haut sich am schnellsten geht. Die Erfahrung habe ich gemacht, ja. Mhm. Und vor allem, in mir ist was Eigenartiges passiert. Zu meinen ganzen Klienten sage ich immer, bitte seid nicht fokussiert, dass dort, wo es Schmerzen habt oder wo es was habt, dass das sofort besser wird. Schaut, was sich sonst noch tut. Und dass mir das selber passiert, hätte ich geglaubt. Ich war auch fokussiert auf andere Dinge. Und eines Tages kam mein Sohn und sagt, Mama, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Sag ich, wieso? Ja, die sind jetzt so schön und deine Grauen, die sind dann so viel weniger. Bin sofort zum Spiegel gestürzt und habe nachgeschaut und habe festgestellt, dass das wirklich so ist. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, ja, wenn man sich täglich sieht. Und das, ja, da habe ich echt große Freude. Und ich habe jetzt einen Hautarzt, mit dem habe ich eben gesprochen, weil ich von der Jacqueline die Fotos gesehen habe, von der Tochter und so weiter. Und der hat gesagt, also wenn das geht, bitte sofort Unterlagen, weil bei kreisrunden Haarausfall bin ich als Arzt medizinisch fast hilflos. Ja. Und ich hoffe, dass das was wird. Das wäre echt schön. Wahnsinn, ja. Ganz toll. Vielen Dank für deine Erzählung da in der Hinsicht. Ja, wir sind gespannt auf weitere Verläufe, langfristig oder auch kurzfristig, bei denen die neu sind. Haben heute wieder viel gehört, fand ich, vielfältige Erfahrungen. Ich würde es damit für heute beschließen, sonst habt ihr nämlich nächste Woche nichts mehr zu erzählen. Freue mich, dass ihr da wart. Schön, dass ihr erzählt habt. Das war schon spannend, muss ich schon sagen, heute mal wieder. Und wünsche euch allen einen schönen Abend. Habt euch wohl und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss, tschüss. Ciao.